Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Class Jaguar 900, der Typ 496 an, in der Version 1.0 von MB3D Modeling und STV Modding. Das Ganze findet ihr in der Kategorie Fahrzeuge und Feldhäcksler sowie Werkzeuge und Feldhäcksler-Schneidwerke. Wir schauen uns aber erstmal den Jaguar selber an. Class Jaguar 900 Typ 496, standardgemäß 585 PS mit 1340 Liter Diesel, 200 Liter AdBlue, 53 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit für einen Standardpreis von 235.000 im Einkauf, 11.985 im Leasing. Ihr könnt die Hauptfarbe ändern, wie ihr wollt. Ne, standardgemäß haben wir dementsprechend dieses tolle Glasgrün. Könnt ihr aber auch noch in Schwarz Matt und in Weiß und in Biege und in Silber, wie ihr es dementsprechend so haben wollt. Die Felgenfarbe könnt ihr ebenfalls anpassen. Mit Reifenhersteller, Reifenvariante und Motorausführung stehen jetzt insgesamt drei Config-Blöcke zur Verfügung. Bei Reifenhersteller haben wir Trelleborg, Standardvariante ist logischerweise Standard. Dann gibt es noch Breitreifen. Breitreifen mit Gewichten. Man beachte noch, bei den Breitreifen hat man dieses, wie nennt man das hier, Reifendrucksystem mit dabei. Dann gibt es Michelin, einmal wieder mit Standard- und Breitreifen inklusive Gewichte. Und dann haben wir noch Mitas mit Standard. So, Motorausführung 950 und 960 sowie 970 und 980 sowie 980S. Also 585, 626, 775 und 884 PS maximale Leistung. Und man sieht auch, wenn ich das hier durchschalte, ändern sich da hinten die Diegels, beziehungsweise auch hier, sieht man es nochmal ein bisschen genauer, die Auspuffrohre. So, ein Schneidwerk ist mit dabei und zwar das Class Orbis 750 mit 7,5 Metern Arbeitsbreite, 13 km/h maximale Arbeitsgeschwindigkeit, 25.000 in der Anschaffung, 1275 im Leasing. Auch hier könnt ihr die Designfarbe anpassen, wie ihr wollt, ebenso die Hauptfarbe. Dabei ist die Hauptfarbe das und die Designfarbe dementsprechend das da oben. Man soll noch beachten, ihr könnt auch Tools vom Jaguar 800 hier an diesem 900er verwenden, wenn euch das aktuell zu wenig ist. So, so sieht das Ganze in-game aus. 950 Jaguar steht da schön da. Dann haben wir hier einmal das Huppala. Gehst du mal ein bisschen weiter hoch? Gehst du? Zack. Dann haben wir hier das Klassl-Dickel, inklusive hier ne, Warnhinweis, Feuerlöscher und alles, was halt so dazugehört. Sieht soweit ordentlich aus. Hier vorne 40 km/h Max-Geschwindigkeit. Dann die Trelleborg-Reifen, LS19 Standard. Sieht gut aus. Vorne nochmal Glas, sieht auch tippitoppi aus. Und wenn man das auch hier sieht, ne, sehr, sehr gut hochauflösend. Da pixelt nichts in dem Fall. Sehr schön. Hinten nochmal Jaguar. Dann hier nochmal Glas Jaguar. Dynamic Power in dem Fall. Ja, ansonsten. Für einen Anhänger nochmal 40 km/h, Warnschild und Lichtanlage. Hinten noch die Pipeline, beziehungsweise das Rohr im Endeffekt. Kommen wir ja auch nochmal hier drauf. Wenn wir denn mal hier drauf kommen, Dankeschön. Oben noch zwei Rundumleuchten, hier dementsprechend das Rohr. So, dann haben wir hier das Orbis 750. Ist jetzt gerade hier verkehrt rum, weil zugeklappt. Man sieht aber trotzdem, dass sie... Diegelqualität oder Texturqualität hier auch wieder sehr gut ist, gefällt mir. Kann man definitiv so machen. Also texturtechnisch erstmal vom Schneidwerk nichts anzumerken. Hier im Innenbereich sieht soweit eigentlich auch alles recht schick aus. Wenn wir auch einen gewissen Grauschleier an den Fenstern haben, ne, das sieht man, wenn man jetzt mal so hier reinschaut und jetzt schaut man hier so durch. Wir haben noch diesen gewissen Grauschleier an den Fenstern, was man in den Spiegeln auch ein bisschen direkter sieht. Das ist noch ein Fehler, der aber noch behoben werden kann. Ansonsten sieht das soweit vollkommen okay aus. Wenn auch hier rechts ein bisschen detailärmer. Aber der Modder hat auch schon geschrieben, dass mit einem Update noch eine bessere Version kommt. Also anscheinend werden die Texturen da nochmal bearbeitet. Nun gut, machen wir mal Soundcheck.
Ja, hört sich ja prinzipiell erstmal nicht schlecht an. Wie gesagt, weil wir mehr dazu sagen können, wie immer dann in unserer Bewertung. So, kommen wir mal zur allgemeinen Funktionalität. Ihr seht hier, der Hebel wird nach vorne gedrückt, Gas und Bremse wird auch gedrückt von unserem Fahrer. Der ist dementsprechend auch animiert, wenn in dem Fall auch nur, wenn er immer wieder beide Fußtasten betätigt. Und ihr seht auch unten an den Fußtasten, da ist so texturtechnisch halt noch ein bisschen minimalistisch. Ansonsten die Spiegel funktionieren, haben aber halt diesen extremen Grauschleier. Ich meine, wenn wir jetzt hier einmal umdrehen und dass wir jetzt die Sonne dementsprechend vor uns haben, dann sieht das schon besser aus. Also es ist halt allgemein der Grauschleier, der müsste definitiv noch gefixt werden. Ansonsten haben wir hier unten Umdrehung und kmh-Anzeige. Ihr seht, wir sehen jetzt hier ungefähr bei 20, oder jetzt sind wir bei 20, wir sind so bei 25, kommt ungefähr hin, ist aber mit animiert. Was schon mal sehr schön ist, Blinker und Co. werden in dem Fall aber hier allerdings nicht angezeigt. Wenn wir dann einmal hier in die Nacht reingehen, sehen wir, der Monitor strahlt Licht ab. Wenn ich jetzt hier weitere Lichtmodis einschalte, tut sich da aber weiter nichts im Innenbereich. Ansonsten Blinker sind draußen logischerweise verbaut, reflektieren in dem Fall auch. Das passt, genauso wie die Rundumleuchten. Dann haben wir normales Fahrtlicht, dann vorderes Arbeitslicht und hinteres Arbeitslicht bzw. Pipeline-Licht kann man auch separat mit Numpad 5 und Numpad 6 aktivieren und deaktivieren. Ihr habt schon gesehen, beim Rückwärtsfahren, ich mache mal hier alles aus, haben wir hinten am Rohr blinkendes Licht. Wir hatten ja schon beim letzten Mal den anderen Jaguar, wo die kompletten Warnblinker angegangen sind. In dem Fall aber jetzt hier bei denen da hinten. Ob das so gewollt ist oder ob das vielleicht ein Fehler ist, weiß ich nicht. Ich gehe aber mal davon aus, dass es so gewollt ist. Ihr seht jetzt hier, wir haben jetzt hier eine Maximalgeschwindigkeit von 42 km/h im Tempomaten. Und im Shop stand ja was von 53. Nun, die 53 werden mit höheren Motorisierungen erreicht. Deswegen wundert euch da nicht. Das klappt alles soweit. Können wir auch gleich uns anschauen. Denn ich habe dann hier auch schon mal wieder was vorbereitet, ganz klar. Ihr seht hier 52 km/h unten im Tempomat drin stehen. Deswegen. So, dann X klicken, um Orbis aufzuklappen. U klicken, um das ganze Rohr auszufahren. Ihr seht hier, das passt soweit auch alles. B klicken, um es anzuschalten. Aber hier seht ihr, alles animiert in dem Fall. Ihr seht hier hinten die zwei Auspuffrohre. Ne, die rotzen dann ganz gut raus. Ja, und dann ran damit. Das Ganze hier im Innenbereich so anschauen. Ja, seht ihr, wir haben einen guten Überblick, wir haben hinten noch eine Kamera Richtung zum Rohr hinaus. Und vorne haben wir schöne Einzugsanimation. Also alles so, wie man es gewohnt ist, wie man es kennt. Ist soweit erstmal vollkommen in Ordnung, würde ich sagen. So, Thema Lock, den habt ihr ja schon eh mal gesehen. Der ist soweit sauber, ne? Keinerlei Fehler mit drin. Und als Fazit kann man sagen, bis jetzt vollkommen okay und gut. Ne? Ist, auch wenn noch eine bessere Version kommen soll, wie es die Modder selber schreiben, ist das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt problemlos und absolut spielbar und auch gut spielbar und es sieht auch gut aus. Aber ich freue mich natürlich noch auf eine verbesserte Version. In dem Sinne, das soll es gewesen sein. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat und bis dann, haut rein. Peace and out.